Dann ja, lass uns mal starten. Wir haben jede Menge Fragen. Also die Leute hat super viel interessiert. Ich habe das Ganze mal versucht, in eine logische Reihenfolge für heute zu bringen, wo wir so drei wesentliche Parts haben, also persönliche Fragen, Fragen an dich als Unternehmer, deine Erfahrung als Unternehmer, Fehler als Unternehmer wollen wir heute sprechen. Und dann auch natürlich dein Steckenpferd wahrscheinlich. Ich sag mal, Michael als leidenschaftlicher Börsianer, als Aktienexperte, was du da so weitergeben kannst, da bin ich super gespannt. Und als allererstes weiß nicht, ob du es kennst, Simon Sinek, Start with Why. Kennst du den TED Talk? Ja, kenne ich. Der ist Ja, ja schon ein bisschen und das so, oder ich weiß es nicht, aber sehr, sehr bekannt, ja. ja, der ist sau alt, das stimmt. Ich habe mal gelesen, der ist auch Pflicht bei jedem Tesla-Mitarbeiter. Also jeder Tesla-Mitarbeiter muss den wohl sehen, diesen Vortrag. Und im Kern geht es ja darum, mit dem Warum anzufangen. Und das dachte ich mir, wollen wir heute auch mal tun. Du betreibst ja sehr erfolgreich das Unternehmen Alle Aktien und auch hier diesen Instagram-Kanal. Und die Frage kam auf, was ist denn dein Warum hinter diesem Unternehmen? Und wofür stehst du jeden Tag auf? Weil ich finde, dass, wenn man dir zuguckt, also ich spüre das, dass du jeden Tag richtig voller Energie bist. Und ich mag das total, diese Menschen zu sehen, die brennen für das, was sie tun und nicht so die wie Zombies in der U-Bahn stehen und denken sich Montag früh, Scheiße, Mann, ist schon wieder Montag, ja. Ja, also bei mir hat sich das tatsächlich ein bisschen gewandelt. Also über die letzten 10 Jahre, ich bin jetzt auch knapp 26, ich bin mit einer anderen Motivation, also ich war schon immer relativ motiviert. Die Hauptmotivation ist eigentlich, die Menschheit irgendwie voranzubringen, also den menschlichen Fortschritt. Also ich glaube, wir sind ja jetzt gibt es das Internet mittlerweile gibt es auch iPhones und Instagram und so. Das sind auch viele Sachen, kann man sich gar nicht vorstellen, aber viele von den Sachen gab es vor 30, 40 Jahren gar nicht. Oder auch das iPhone wurde erst vor 13, 14 Jahren erfunden. Und das ist so meine Kernmotivation. Also ich möchte einfach, dass wir, wenn ich sterbe, dass wir weniger in der Steinzeit leben als jetzt. Und ich glaube, das Schöne ist, wir sind halt wirklich noch extrem am Anfang in fast allen Bereichen. Häufig denkt man ja so, was soll ich eigentlich machen? Alles, was irgendwie interessant ist, wurde doch schon erfunden. Und ich glaube eben, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Wirklich beinahe, oder egal in welche Branche man reinschaut, ob das jetzt bei Aktien ist, ich meine, also alle Aktien ist ja schon ein gutes Beispiel, ohne das vorwegzunehmen. Vor 4 Jahren gab es noch gar keine Aktienanalysen, also in Deutschland. Es gab nur News wie Handelsblatt, der Aktionär, die gab es schon, die waren auch und sind immer noch sehr erfolgreich. Aber es gab halt keine Aktienanalysen. Okay. Umgekehrt ist es auch in der Gesundheitsbranche beispielsweise so, wo man einfach den menschlichen Körper noch so wenig verstanden hat, dass man da, ähnlich wie du das ja bei Webseiten und bei Firmen machst, auch noch so viel AB testen muss. Und ich sage quasi, naja, wenn du den menschlichen Körper ein bisschen verstanden hättest, dann musst du nicht irgendwelche Medikamente AB testen, wenn du Johnson & Johnson bist, sondern du kannst ja die Moleküle und Atome und so weiter alles am PC konstruieren und modellieren und dann nimmst du das zu dir und dann weißt du schon perfekt, was es auch auslöst. Also so dieses mathematische Ansatz, du musst ja nicht alle Gleichungen durchrechnen, bis du das Ergebnis hast, wenn du weißt, wie die Gleichung funktioniert. Ja, und das ist so die Grundmotivation. So bin ich dann auf Informatik gekommen, weil ich mir überlegt habe, da war ich circa 17, 18, also auch schon knapp 10 Jahre her mittlerweile. Wie kann man denn viele Menschen erreichen? Also nicht nur so zwei, drei Leuten helfen, sondern wirklich Millionen. Und dann war es für mich eigentlich offensichtlich, das muss übers Internet gehen, oder? Mittlerweile, es hat sich dann auch, also mit YouTube, Instagram, Webseiten, das Internet hat sich dann ja sowieso auch immer mehr durchgesetzt. Wobei, das gab es auch schon 2012, 2013, als ich angefangen habe. Aber das war für mich einfach der offensichtliche Weg und deswegen habe ich auch Informatik studiert dann. Weil ich einfach gesagt habe, na, wenn du eine Webseite machst, dann können das ja alle 9 Milliarden Menschen sehen, theoretisch. Also Sprache und so. Und ich wusste damals noch nicht, dass nur die Hälfte der Leute Internetzugriff hat. Sonst wären es nur. Ja. Okay, naja, es gibt ja zum Beispiel in HTML den hreflang-Tag, damit könntest du jetzt ja Auszeichnung machen und je nachdem, mit welcher Spracheinstellung, mit welchem Browser jemand auf die Seite kommt, ne, spielt es die unterschiedliche Sprache aus. Also in der Theorie könntest du das schon so bauen mit deiner Seite, dass du tatsächlich zumindest alle erreichst, die einen Internetanschluss haben, ne? Absolut, ja.
Und mittlerweile hat sich das ein bisschen, es ist immer konkreter geworden. Mittlerweile, auch wenn ich jetzt schon vor 6 Jahren aus Deutschland ausgewandert bin, möchte ich einfach, dass Deutschland trotzdem weiterhin erfolgreich ist, weil es mir halt auch sehr viel geschenkt hat. Also an sich bin ich zwar eigentlich in Deutschland ein ziemliches Verlustgeschäft, weil ich noch nie in meinem Leben in Deutschland gearbeitet habe oder Angestellter war und aber ja trotzdem hier zur Schule gegangen bin, hier studiert habe und so. Aber ich möchte ja trotzdem, dass Deutschland irgendwo erfolgreich ist. Und ich glaube, der einfachste Weg und vor allem, was auch in Deutschland noch fehlt, ist eben eine saubere, langfristige Aktionärskultur. Und damit meine ich nicht irgendwie ja, Daytrading oder hier ja, spekulieren, sondern wirklich sich als Eigentümer, das ist ja auch ein Grundrecht, das wir hier haben in Deutschland, das Recht auf Eigentum und es kommen dann natürlich auch Pflichten einher, dass wir das eben auch nutzen und uns einfach an der Wirtschaft beteiligen. Das finde ich halt sehr wichtig und ich glaube, das machen wir noch viel zu wenig. Weil Und lernt so viele Sachen auch über dieses Eigentum und Verantwortlichkeit, das lehrt uns halt so viele andere Sachen übers Leben, dass man ja darauf Rücksicht nimmt und Verantwortung übernimmt. Das ist, finde ich, auch der größte Unterschied zum, ich weiß es gar nicht, wie alt bist du, ich glaube, oder wie alt bist du noch? 34. Ja, also für mich, ich habe auch noch mal, bin vor ein paar Wochen 27 geworden und ich habe auch noch mal so nachgedacht und für mich ist der größte Unterschied eigentlich, was, wenn man älter wird, dass man einfach mehr Verantwortung übernimmt und nicht mehr sagt, okay, mir ist eh alles egal, wie es vielleicht in der Schule war. Man macht nur das Nötigste. Und ja. Und sag mal, ich fand das schon wieder sehr inspirierend, wie du gesagt hast, also wie du sozusagen die Welt verändern willst, wo du, dass du möglichst viele Menschen erreichen willst. Alphabet hat ja die Abteilung, ich glaube Google X heißt die. Da werden nur Ideen bearbeitet, die das Potenzial haben, mindestens 1 Milliarde Menschen weiter zu helfen. Ansonsten werden diese Ideen quasi gar nicht mit aufgenommen, in diesem Firmenkonstrukt. Das finde ich auch sehr krass, ja, was da alles noch so entstehen kann, ne, was die für ein Potenzial da noch in der Hinterhand haben. Und du denkst ja gefühlt ähnlich groß, ja. Wie ist der Zusammenhang zwischen diesem sehr groß Denken und jetzt alle Aktien? Das ist mir noch nicht ganz klar geworden. Diese Aktionärskultur zu verändern, siehst du als diesen großen Gedanken? Ist der dir groß genug? Also ich glaube, dass einfach jeder Mensch seinen Teil dazu beiträgt. Und dabei ist es vollkommen egal, ob, was du machst, egal ob als Angestellter oder als Schüler, Student oder als Unternehmer, wie ich das mache. Und es gibt größere Unternehmen und es gibt natürlich kleinere. Und der einzige, ich meine, ein großes Unternehmen ist ein kleines Unternehmen, das halt nie aufgehört hat zu wachsen. Das ist der einzige Unterschied. Schön, ja. Und Ja. das ist der Unterschied zwischen einem großen Unternehmen und einem kleinen Unternehmen. Du darfst halt nie aufhören zu wachsen. Also das monatliche oder das wöchentliche Umsatzwachstum, das du misst. Bei guten Unternehmen, die messen in der Regel wöchentliches Umsatzwachstum und haben da Ziele zwischen 5 und 20% pro Woche, was sehr schwierig ist. Ja, und das ist der Unterschied. Die meisten Unternehmen halten irgendwann auf oder hören irgendwann auf zu wachsen. Und dafür feiert man sich dann in Deutschland als Mittelstand und Hidden Champion oder whatever. Aber ich werfe das anderen Unternehmern halt ein bisschen so vor, oder? Warum, also irgendwo, wenn du einfach nur dieser Hidden Champion, dieser Mittelstand bleibst, da ist doch irgendwas, also irgendwas muss halt schiefgelaufen sein. Also die Leute, weil diese Unternehmen, sonst wären sie ja so, die alle so groß wie SAP, Microsoft oder Amazon, oder? Also irgendwann haben die einfach aus meiner Sicht diesen Unternehmer-Spirit verloren und damit einher, also haben dann damit auch vergangen, nicht mehr innoviert, also neue Produkte auf den Markt gebracht und so weiter. Und die Konsequenz ist natürlich, dass dein Umsatz stagniert. Und dann, was kann man dann noch machen? Dann kann man noch ein bisschen Kosten optimieren, Berater reinholen und die Margen optimieren, Prozesse effizienter machen. Dann holt man da auch noch mal ein bisschen was raus. Aber im Grunde stagnieren halt viele der Unternehmen. Das finde ich halt sehr schade. Aber wer bin ich schon? Ich kann jetzt leichter herreden, oder? Ich bin noch nicht in der Phase, wo es stagniert. Und ich glaube, dass es halt sehr, sehr belastend auch wird. Also ich glaube, die einfache Phase ist mal einmal, also einmal quasi im Leben erfolgreich zu sein und einmal was aufzubauen. Ich glaube, viel schwieriger ist es, wenn die Phase kommt, gut, der Umsatz stagniert halt einfach und du weißt nicht, was du machen sollst. Ich glaube, das ist auch eine Phase, die auch mental, glaube ich, brutal, ja, zermürbend ist oder die dich wirklich auch als Unternehmer fertig machen kann. Und ja, also da bin ich noch nicht, aber von dieser Phase habe ich schon ziemlich Respekt, weil
jedes Unternehmen stirbt ja, es ist nur eine Frage der Zeit und ich versuche einfach so langsam zu sterben, wie es möglich ist. Du hast ja schon erwähnt, du hast Informatik studiert und was ich sehr beeindruckend fand, du warst in der Schweiz, den USA und auch in China. Ich bin jetzt ziemlich übergewichtet, würde ich sagen, was meine Investments in China angeht und sehr überzeugt, ja, dass China weiter ein starkes Wachstum hinlegen wird. Da bin ich mal ganz gespannt zu erfahren, wie deine persönlichen Eindrücke in China waren. Was waren auch so deine, ja, wichtigsten Learnings in der Zeit über das Land? Ja, also ich war das erste Mal, glaube ich, mit 23 oder 22, ich müsste jetzt selbst nachrechnen, das war auf jeden Fall 2015. Nee, da war ich. Nee, das müsste, ich weiß es nicht. 2015 war es auf jeden Fall. Und ich war, glaube ich, 22 und ich war, als ich dort angekommen bin, das war so 3 Uhr morgens in den Bus und komplett allein. Ich war da schon ziemlich ängstlich und auch schockiert, weil man so viele negative Sachen gehört hat. Man hört das ja immer noch in Deutschland so über auch Kolumbien zum Beispiel oder so, wo man ja halt denkt, okay, super kriminell und Mafia oder die rauben dich dann aus, wenn du da allein rumläufst. Den Eindruck hatte ich bei China auch. Ich glaube, dass das bei den meisten mittlerweile nicht mehr so intensiv war, aber damals war es halt so bei mir 2014, 2015. Und ich war dann ja schockiert, dass es halt genau das nicht war. Ich war da in Peking und mein Eindruck war einfach, dass die Leute halt sehr, sehr nett sind. Ich konnte da noch kein wirklich Chinesisch. Also es war alles ein bisschen weird, weil ich mich nicht wirklich mit den Leuten verständigen konnte. Und man kann da auch, also die konnten auch kein Chinesisch. Das ist auch immer noch ein Problem. Die konnten kein Englisch, meine ich natürlich. Mein Eindruck war dann insgesamt, aber nach ein paar Wochen, ich habe ja auch Sinologie studiert als Nebenfach, also Chinawissenschaften, da lernt man dann auch Mandarin, also die Ortssprache, dass die Leute insgesamt sehr intelligent sind und auch sehr, sehr viel arbeiten. Man merkt das beispielsweise auch immer an diesen Einwandererstatistiken Amerikas, die reichste Gruppe mit Abstand sind die Chinesen dort. Also auch unter allen asiatischen Einwanderern, wenn man das zum Beispiel mit koreanischen, japanischen, thailändischen Einwanderern und so vergleicht, weil die Einwanderergruppe tendenziell ist in jedem Land erfolgreicher als die Leute, die schon dort waren, einfach weil es halt so ein krasses Vorsieb ist. Weißt du, ich meine, jemand, der Ah, auswandert, krass. das ist eine ganz andere Typ von Persönlichkeit und so. Aber auch innerhalb der ganzen Einwanderer Amerikas sind die Chinesen halt mit Abstand am erfolgreichsten. Und ich glaube, es wird super viel Wert auf Bildung gelegt. Also da wird wirklich das Geld links und rechts rausgehauen, dass die Leute an Harvard, MIT und so weiter studieren können. Man verkauft dann auch mal das Haus oder so. Es kommt selten vor, weil, wie gesagt, jemand, der 60.000, 100 oder 200.000 für die Kinder, für das Studium hat, der hat in der Regel auch mehr als die 200.000. Aber das ist, was mir sehr stark auffällt. Und dass die Leute richtig Lust haben zu arbeiten, auch am Wochenende und auch so diese typische 60-80-Stunden-Woche. In Deutschland, also ich bin ja auch Unternehmer, bei uns arbeiten jetzt, ich glaube, 7 oder 8 Leute bei alle Aktien. Und ich kann dir auch sagen, es ist schwierig, Arbeitnehmer zu finden, die Lust auf Arbeit haben. So nenne ich das. Also es ist schwer, Arbeitnehmer zu finden, die Lust auf Arbeit haben. Ja, und die meisten in Deutschland sagen dann halt, okay, ich mache meine 40 Stunden und 40 Stunden sind halt 40 Stunden und nicht 41 Stunden. Und ja, also das sind die Probleme eines Unternehmers. Ich glaube, da erzähle ich dir nichts Neues. Wie hast du diesen ganzen Kommunismus in China empfunden? Kommunismus gepaart mit Wirtschaft. Du warst ja auch, ich glaube, du hast Unternehmen wie Tencent, Alibaba besucht und hast da auch mal reingeschnuppert. Also, wie hat das denn zusammengepasst? Wie hat was genau zusammengefasst, meinst du? Nein, ich Ah, sag mal, der Kommunismus. die kommunistische Regierung und diese stark wachsenden Unternehmen auf der anderen Seite. Also Kommunismus ist so ein Wort, mit dem jeder alles Mögliche verbindet, ähnlich wie Demokratie. Ich persönlich denke nicht, dass China, also offiziell nennt China das Kommunismus mit Sozialismus nennt China das, ja. Sozialismus mit chinesischen Zügen, nicht Kommunismus. Und für mich ist es einfach kein gelebter Sozialismus. Es würde ja unter unserem typischen deutschen Bild bedeuten, jeder bekommt irgendwelche Rationen, so ähnlich wie vielleicht in Berlin früher, auch wenn ich nicht genau weiß, wie es da war, da so die Nahrungsmittel eingeteilt und du darfst da wohnen und das ist dein Beruf. Das ist ja auch so im harten Sozialismus, dass man auch den Beruf zugeteilt bekommt. Das habe ich da aber alles nicht mitbekommen. Also ja, für mich hat es den Eindruck, und
So ist es aus meiner Meinung nach oder meiner Sicht auch, dass es einfach ein sehr kapitalistisches System ist. Die Leute, die da Immobilien besitzen, die haben auch das Gefühl, dass sie die besitzen, genauso wie in Deutschland. Also Verantwortung, Rechte und auch Pflichten für die Immobilie und nicht, ja, ich habe das jetzt und mir ist aber eh alles egal. Genauso ist es, wenn sich die Leute ein Auto kaufen oder ja, eine Firma besitzen. Also, und selbst wenn dir was enteignet wird, was übrigens auch in Deutschland vollkommen legal ist, und es ist genau wie in Deutschland. Wenn du enteignet wirst, dann wirst du auch dafür bezahlt und zwar in der Regel mit dem Marktpreis. So wäre es übrigens ja auch bei Vonovia und Deutsche Wohnen, da kennst du dich jetzt mit Immobilien besser aus. Das wird denen nicht einfach weggenommen und die bekommen 0 Euro, sondern die würden dann Marktpreis dafür bekommen. Hier kam gerade die Frage, wie viel Prozent ich denn in China investiert habe. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich bin gerade dabei, per Portfolio Performance aufzubauen. Das ist eine sauhändische Arbeit, Michael. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, Ich aber mache das, aber ich weiß es. das wäre doch mal eine neue Geschäftsidee. Ich finde das so Wahnsinn, dass im Jahr 2021, dass es da keine vernünftige Lösung offensichtlich derzeit gibt, wo ich im Grunde einmal in meinem Depot habe ich keine vernünftige Auswertung. Die Consorsbank hat noch eine recht gute Auswertung, wie ich finde. Also die hat zumindest mal so ein Tool, aber auch nicht, wo ich langfristig Performance auswerten kann, mit irgendwelchen Indizes vergleichen kann und so weiter. Deswegen weiß ich das auch nicht so genau gerade, aber ich habe auf jeden Fall Alibaba ist meine zweitgrößte Position mit, glaube ich, 34.000 derzeit, dann JD, ich glaube 26.000, Tencent habe ich 14.000, als Einzelposition, Baidu habe ich noch 15.000, China ETF. Also ich denke schon, dass ich von einem Gesamtdepot irgendwie von 500, weiß ich nicht, 30.000 sind etwa so der China-Anteil schon bei 120, 130 jetzt laut Gefühl. Wie hoch ist denn der bei dir ungefähr? Weißt du das? Was hast du gesagt? 500.000 hast du in Aktien und 120 sind China-Aktien. Also So so ungefähr, ja. So 24. Pi mal Daumen. Ja, das ist ja eh schon ganz ordentlich. Ich müsste auch nachrechnen, um ganz ehrlich zu sein. Weiß auch nicht im Kopf, Aber ja. viel höher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es höher ist, um ehrlich zu sein. Ich habe so knapp 200 in Alibaba. Tencent weiß ich nicht. Das ist auf verschiedene Depots aufgeteilt. Also ich glaube, es ist tatsächlich geringer als bei dir. Und sag mal, die Frage kam auch und die ist auch so ein Evergreen-Content hier in Bezug auf das Risiko, eine ADR zu kaufen. Hältst du einen Delisting chinesischer ADRs quasi von der US-Börse oder von den US-Börsen für realistisch? Also ich glaube, es gibt da zwei Sachen. Das erste ist Delisting-Risiko und das andere ist das ADR-Risiko. Und dann gibt es noch so verschiedene generelle andere China-Risiken. Also das sind alles Risiken, die man hat, wenn man zum Beispiel in Alibaba, Baidu, Tencent investiert. Wobei bei Tencent, weißt du selbst, da gibt es auch eine Aktie in Hongkong und auch einen ADR auf die Cayman Islands. Aber sagen wir mal, so das typische Alibaba-Investment, da gibt es in meinen Augen diese drei großen Risiken: ADR, Delisting und das China-Risiko generell. Also das Hauptrisiko, mit China-Risiko generell meine ich, dass der Staat dich als ausländischen Investor oder auch mich als ausländischen Investor enteignet. Und das dürfen sie auch per Gesetz, mal abgesehen davon, dass sie ja sowieso ihre eigenen Gesetze machen und jedes Land darf auch entscheiden, ja, du darfst in uns Land investieren oder eben nicht. Die meisten Entwicklungsländer verbieten ausländische Investoren ohnehin. Und in China ist es auch so, dass ausländische Investoren per Gesetz gar nicht in China investieren dürfen. Das heißt, deswegen machen ja auch so Firmen wie BMW und so immer so Joint Ventures. Man darf auch keine Firmen dort besitzen. Oder man darf auch keine Immobilien in China besitzen. Und ich sage einfach, dieses Risiko, dass die chinesische Regierung dich enteignet, das ist viel, viel größer als dieses Delisting-Risiko oder ADR-Risiko. Denn was passiert da bei einem Delisting? Da ist es auch so, die Investoren werden gezwungen, ihre Aktien zu verkaufen. Üblicherweise muss das entweder die Börse oder die ausgebende Bank, also so ein ADR wird immer von einer Bank ausgegeben, zum Beispiel JP Morgan ist es bei Alibaba, die muss dafür sorgen, dass alle ihr Geld zurückbekommen und dass keiner verarscht wird, also dass keiner einfach leer ausgeht. Und das ist ein extrem komplizierter Prozess, weil JP Morgan muss jetzt erstmal rausfinden, wo liegen die Alibaba-Aktien.
Im Grunde müssen die jetzt rausfinden, okay, die liegen bei dir bei Consors und dann liegen sie bei mir noch bei Trade Republic und bei meinem Kumpel liegen sie aber bei der Comdirect. Und das ist halt super kompliziert und JPMorgan müsste da eigentlich bei allen anfragen. Und deswegen glaube ich an das einfach nicht, weil es zu komplex ist, das Ganze, ja, alle dort zu enteignen. Das zweite ist dieses ADR, also das ist der Prozess bei einem Delisting. Also was würde passieren mit der Aktie? Die würde wahrscheinlich so 20, 30% einbrechen, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch weniger, weil es schon so große Aktien sind. Muss dir ja halt so vorstellen, alle Amerikaner, weil grundsätzlich dürfen ja wir auch die Aktien noch besitzen, wobei wir auch verkaufen müssen als Deutsche. Ja, die verkaufen dann alle plötzlich die Aktien. Aber es gibt ja immer noch Leute in Hongkong beispielsweise, die noch in die Aktie investieren dürfen. Bei Tencent, wenn das ja eine Aktie ist. Ich glaube aber trotzdem, dass so eine Aktie dann ca. 15% einbrechen würde. Das kann ich mir gut vorstellen. Einfach weil dann halt super viele Leute auf einen Schlag verkaufen. Und dann dieses ADR-Risiko an sich. ADR ist ja ein etabliertes Konzept. Das bedeutet nur, ADR ist ja ein Zertifikat, das ist Recht auf eine Aktie verbrieft. Das ist ein etabliertes Konzept. Also wenn du in Amerika Nestle-Aktien kaufen willst oder in Amerika Adidas-Aktien, dann machst du es auch über ein ADR. Und da ist das Risiko in meinen Augen sehr, sehr gering. Also durch dieses, dass man einfach ein Finanzkonstrukt oben drüber hat. Das Hauptrisiko ist wirklich, dass du es gibt kein chinesisches Gesetz oder Recht, das dir als ausländischen Investor den Besitz zusichert. Ja. Okay, und für wie wahrscheinlich hältst du so einen Case? Ich meine, würden Sie das tun, würden Sie jetzt komplett das Vertrauen ausländischer Investoren auf Jahre, Jahrzehnte hinweg zerstören, ne? Ja, bestimmt. Oder was Also meinst von du? da. Ja, China könnte das machen, die Leute im Ausland einfach enteignen und sagen, okay, alle, die jetzt Alibaba-Aktien haben, holt euch das Geld. Holt euch das Geld in China. Macht natürlich keiner, Nee. auch nie Recht bekommen von dem chinesischen Anwalt. Ich glaube aber, dass es vor allem China extrem schaden würde, weil sie dadurch ja beweisen, dass sie auf dem internationalen Kapitalmarkt alles verspielt haben und nicht relevant sind, weil sie einfach ihre Versprechen nicht einhalten. Das wäre im Grunde so ähnlich, als würde Deutschland oder Amerika einfach ihre Staatsanleihen nicht mehr zurückzahlen. Das könnten sie theoretisch auch machen, aber wenn Deutschland das machen würde, dann wäre das so ein krasses internationales Vertrauensbruch, dass ich denke, dass sie es einfach nicht machen werden. Alibaba ist eine große Firma, mit was ist sie aktuell wert, 600 Milliarden oder so, aber im Großen und Ganzen ist das Vertrauen in die chinesische Volkswirtschaft noch viel, viel wichtiger, weil da geht es dann nicht mehr um Milliarden, sondern um Billionen. Um tausende Billionen. Genau, ich Ja, glaube, ja. glaub 14 Billionen ist die wert. Das ist Ja, also deswegen, ich halte es deswegen eben auch für sehr, sehr unrealistisch, diesen Case. Lass uns mal ein bisschen in dein Unternehmerdasein reingehen. Also das ist für mich tatsächlich die pure Inspiration, was du in deinen Jahren schon alles aufgebaut hast, wie du immer wieder ja neue Dinge auch probiert hast. Und da will ich mal ein bisschen mit dir drüber sprechen. Die erste Frage, die aufkam, ich glaube, die kam gar nicht von mir, aber die könnte auch von mir sein, sind, was sind denn bisher deine ja größten Learnings als Unternehmer und im Zuge dessen vielleicht auch mal auf die größten Fehler eingehen, weil häufig entstehen ja aus den Fehlern auch die großen Learnings, die wir so haben. Also, was die größten Learnings sind. Also, ich glaube, ich halte mich tatsächlich relativ stark an Amazon, weil ich auch stark viele Amazon-Aktien investiert habe. Und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, den Kunden das zu geben, was sie wollen. Also das ist, also Customer Obsession. Das ist einfach gesagt, aber sehr, sehr viel schwieriger umzusetzen. Die Kunden geben dir unglaublich viel Feedback und im Grunde ist es als Unternehmer, finde ich, so, man weiß im Grunde schon fast immer, was auch das Problem ist. Bei allen Aktien weiß ich zum Beispiel, alle wollen eine App oder was ist noch so ein häufiges Ding, Nachkaufalarm interessiert immer viele Leute. Aber ich weiß zum Beispiel, dass das Nummer eins Ding eine App ist. Und das zu wissen ist schon mal sehr, sehr gut. Das Schwierigere ist dann jetzt natürlich noch umzusetzen. Aber für mich ist das Ausschlaggebende vor allem, was die Nutzer wollen. Und im Grunde leitet das alle anderen Entscheidungen. Also es gibt wenig, was ein Unternehmen an sich ja kaputt machen kann, sozusagen. Das Einzige, was es eben ist, ist deine eigenen Nutzer, weil das sind auch die einzigen Leute, die dich bezahlen, sozusagen, oder die dir Geld geben. Und von dem her sollten
deine eigenen Kunden oder Klienten auch die einzigen sein, auf die du hören sollst. Weil jemand anders wird dir wahrscheinlich kein Geld geben, sozusagen. Also es ist wirklich Customer Obsession und was ich auch sehr wichtig finde, ist einfach dranbleiben. Ich bin ja jetzt seit 2017 und so, haben wir alle Aktien gegründet und seitdem sind so viele YouTuber und auch so viele Instagrammer gekommen, ganz viele davon sind auch wieder gegangen und ich glaube, wenn man aber eben langfristig an was dranbleibt, also ein Unternehmen 5 Jahre oder 10 Jahre oder 15 Jahre oder vielleicht sogar länger durchzieht, dann baut es so einen Compound-Effekt, also so einen Zinseszinseffekt auf, genau wie bei den Aktien, weil du als Persönlichkeit ja auch und auch deine Firma als Marke einfach irgendwann dafür bekannt ist. Also alle Aktien steht für hervorragende Aktienanalysen. Und das ist im Grunde so eine Art Branding, das man sich aufbaut über viele Monate und Jahre hinweg. Also ich merke das auch bei LinkedIn immer wieder mal, wenn mich dann Leute anschreiben, hey cool, ich habe gar nicht gemerkt, dass alle Aktien schon so groß ist und die dann irgendwas über Aktien wissen wollen. Wobei ich mache ja keine persönliche Beratung, ich sage dann einfach, okay, schau dir die Aktienanalysen an. Okay, und ich hatte das mal am Rande mitbekommen und die Frage kam hier auch, die bezog sich auf das Pricing von alle Aktien. Da gab's oder da hast du mal eine grundsätzliche Entscheidung getroffen. Ich glaube, aus einem Preismodell von etwa 29 € im Monat, korrigiere mich gleich, 29 € im Monat auf 99 € zu gehen und das ein bisschen mehr ins Premium-Segment wahrscheinlich zu hieven. Und dann hast du nach einiger Zeit die Entscheidung getroffen, quasi wieder zurückzugehen auf die alten 29 €. Da war die Frage, was waren da so deine Kerngedanken dahinter? War es Sehr genau gerne. der Punkt, den du gerade geschildert hast, dass du eben das Feedback deiner Kunden aufgenommen hast und die gesagt haben, hey, nein, das ist uns zu viel? Oder was war der Gedanke dort? Ja, also der Grundgedanke war da, also wir hatten zu dem Zeitpunkt, das war im Oktober, ich glaube 20. Oktober 2020, da haben wir uns entschieden, den Preis von 29 € auf 100 zu erhöhen. Und der Grund war einfach, wir hatten in den Monaten davor eine extreme Nachfrage und wir sind einfach nicht mehr hinterhergekommen. Und wir haben schon gemerkt, okay, ein paar Leute werden unzufrieden, weil sie zum Beispiel auf E-Mails einfach gar keine Antwort mehr erhalten haben. Und so wollten wir das dann erstmal limitieren, weil bei 100 melden sich natürlich deutlich weniger an. Und ja, so haben wir das im Grunde versucht, dass wir das einfach wirklich noch als Premium-Service bieten. Im Grunde geht es so ein bisschen Richtung Vermögensverwaltung, wo man sagt, okay, man hat lieber wenige Kunden, auf die man sich aber zu 100% fokussieren kann, weil unsere Zeit ist halt extrem begrenzt. Du weißt ja, selbst wenn du jemanden berätst oder wenn du jemanden eine wirklich gute Beratung oder Service leisten möchtest, dann dauert es einfach halt nicht ein paar Sekunden oder Minuten, sondern eher Stunden und man kann eben einfach nicht unendlich viele Leute aufnehmen. Das war im Grunde der Gedanke dahinter, dass man eben wirklich so einen Premium-Bereich, nenne ich es mal, schafft. Wir haben das dann aber im März wieder zurückgeändert, weil wir einfach gemerkt haben, okay, wir sind da ein bisschen an der Zielgruppe vorbei. Das haben zwar viele gemacht, das waren aber hauptsächlich Selbstständige und Unternehmer, die einfach auch das Geld haben, weil so 100 € im Monat, das musst du dir überlegen, sind ja über 1.000 € im Jahr, lohnt sich halt erst, wenn du auch 500.000 oder 1 Million investierst. Und gerade bei Instagram und bei YouTube sprechen wir halt ultra viele junge Leute an, Schüler, Studenten, da macht es einfach überhaupt keinen Sinn. Und dann wäre es quasi irgendwie so gewesen, als hätte man ein Angebot, das komplett macht halt überhaupt keinen Sinn preislich, weißt du? Weil wenn jemand 5.000 € investiert, dann macht es halt überhaupt keinen Sinn, 1.000 € für noch Analysen auszugeben, weil die müssen dann schon ihr gefühlt 1 Million% oder so im Jahr haben. Genau. Ja. Nee, Sorry. verstehe ich, ne? Wenn du da irgendwie ein kleines Depot hast von, sagen wir mal, 20.000 €, dann macht das sicherlich im Verhältnis schon wenig Sinn. Wobei, ich muss sagen, Warte, ich hab ich mir muss tatsächlich, zwei ja. Sachen sagen, fand ich sehr, sehr spannend, auch als Unternehmer. Es sind auch zwei andere Sachen aufgetreten, als wir den Preis auf 100 € erhöht haben. Der andere Punkt war natürlich, ich wollte einfach mal so einen Bold Move machen, also was sich eben keiner traut. Also ich glaube, ich kenne keinen Unternehmer, keinen Unternehmer persönlich, oder mir fällt jetzt keiner ein, der einfach den Preis mal verdreifacht hat. Also ich wollte einfach mal so einen Bold Move auch machen, um zu zeigen, Ja. wir AB-testen auch wirklich alles. Du bist ja auch so ein Freund vom AB-Testen. Und so bin ich auch ein kleiner Fanboy von Jeff Bezos und sage, wir AB testen alles. Auch der Preis wurde AB getestet. Wir haben alle Preise von 9 € bis hoch zu sogar 200 € pro Monat getestet.
Und ich habe einfach gesagt, okay, lass es uns probieren. Nichts muss ja für immer sein. Und wenn es eben nicht klappt, was wo ja danach das Ergebnis war, mein Gott, dann stellen wir es eben zurück. Weißt du, es ist nichts halt für immer. Und ich finde es eher wichtig, richtige, bold Entscheidungen zu treffen, anstatt irgendwelche AB-Tests. Ah, da können wir den Umsatz um 1% erhöhen oder da können wir die Kunden um 5% glücklicher machen. Ich finde es halt wichtig, sind eher Bold-Tests zu machen. Und zwei Sachen sind dann passiert. Das erste ist, Leute wollten die Analysen halt wirklich trotzdem unbedingt haben oder haben aber gemerkt, ja, okay, der Preis ist viel zu teuer. Ich kann es mir einfach nicht leisten, aber ich will unbedingt die Analysen haben, weil es gab halt einfach keine Analysen in der Qualität und davon bin ich auch immer noch zu 100% überzeugt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du welche da hast, ansonsten können wir die auch mal im Livestream zeigen. Und was dann passiert ist, die Leute haben sich zwar angemeldet, haben dann aber sofort wieder gekündigt und haben sich halt in der Zeit alles runtergeladen. Und dann sind sie nach 5 Monaten wiedergekommen, haben sich wieder angemeldet für 1 Monat und dann 100 € bezahlt, wieder alles runtergeladen, was wir in den letzten 4 Monaten publiziert haben und haben dann wieder sofort gekündigt. Und das war dann halt eine maximal schlechte User Experience, weil die Kunden haben zwar unterm Strich genau das Gleiche erhalten, nämlich so durchschnittlich 30 € im Monat bezahlt, halt alle 3, 4 Monate 100 € einmalig bezahlt und sich dann alles runtergeladen. Aber es war halt wirklich ein scheiß User Experience, weil du dich halt immer anmelden musstest, abmelden. Vielleicht gab es dann mal noch irgendein Problem mit deiner Bank. Dann hast du uns natürlich eine E-Mail geschrieben und angerufen. Das heißt, es war da alles ein bisschen kompliziert und halt super, ja, wie soll ich sagen, umständlich für die Kunden, obwohl sie unterm Strich das Gleiche wollten. Das andere, was passiert ist, es wurde unglaublich viel geklaut. Also Leute haben sich Fake-Accounts bei Alex und Prem erstellt und die Analysen dann in irgendwelchen Telegram-Gruppen kopiert, geklaut, was ja eine Straftat ist in Deutschland. Wir sind dann auch dagegen vorgegangen. Manche Leute haben die Analysen dann sogar für 1 € oder für 5 € pro Monat weiterverkauft. Also das sind Sachen. Mich hat es wirklich so ein bisschen an diese Streaming-Wars erinnert, 2005. Ich weiß nicht, da wurde halt auch viel mit The Pirate Bay und Kino X und so und Mega-Upload. An das Ja, erinnert kenne mich. ich noch, ja. Der Punkt ist halt, die Leute wollen es unbedingt. Aber wenn sie sich nicht leisten können, dann holen sie sich's halt illegal, weißt du? Und das waren so zwei kleine Sachen. Das war beides unvorhergesehen. Diese Stop-and-Go-Anmeldung oder auch dieses illegale File-Sharing. Also unser Anwalt war da Wochen beschäftigt. Damit denkt man nicht. Und weißt du, ich habe ja auch eigentlich gar keine Lust, meine eigenen Kunden zu verklagen. Was ist das für ein Geschäftsmodell? Genau. Und dann haben wir Ja, auch ja. gesagt, okay, lass es einfach machen. 29 € ist ein super fairer Preis für professionelles Research, das man sonst als Privatanleger einfach nicht bekommt. Bekommt man auch heutzutage immer noch nicht in ganz Deutschland. Und ich glaube, das ist eine ganz saubere und ordentliche Art und Weise, wie wir es jetzt machen. Ich habe auch nicht vor, den Preis jetzt nochmal irgendwie zu erhöhen oder zu verringern. Ich fühle mich da sehr, sehr confident. Und du musst so sehen: Alle Aktienprämien wird sowieso jedes Jahr 5% günstiger, weil wir in einer Welt leben, in der es 5% Inflation gibt. Ja, nee, also ich habe mir auch im Vorfeld an den Livestream-Analysen von dir angeguckt. Ich kenne aber auch schon ein paar Analysen und ich muss auch sagen, da habe ich mir durchgelesen von Amazon eine Analyse. Ich glaube, es war eine über 40 Seiten PDF und ich bin ja auch groß in Amazon investiert. Ich glaube, so einer meiner Top 3 Positionen wechselt immer mit Alibaba und Facebook, so je nach Kursentwicklung, sind alle relativ gleich. Und ich glaube, es ist enorm wertvoll, wenn man so genau ein Unternehmen versteht, weil wenn dann mal so ein Aktienpreis irgendwie um 30, 40% in so einer Krise runterrauscht, dann wirst du anders handeln, weil du dieses Unternehmen viel besser verstehst, weil du verstehst, dass sie weiter ihre Umsätze machen. Und dann wirst du eher in der Lage sein, langfristig so eine Aktie zu halten, als wenn du mal wieder kurzfristig auf irgendeinen Zeitungsartikel hin eine Aktie gekauft hast. Ja, und das glaube ich tatsächlich auch daran, dass das eine sehr gute Unterstützung für jene ist, die gute Einzelunternehmen kaufen wollen, nicht aber die Muße haben, sich selber da so ellenlang hinzusetzen, weil ich kann mir vorstellen, wie viel Arbeit da auch von dir hintersteckt. Eine andere Frage, mir fällt es auch jetzt schon wieder auf. Hier ist der ein oder andere Kandidat, ne, der so
negativ im Chat. Ich habe es schon oft beobachtet, auch in Livestreams. Je größer du wirst, ja, als Unternehmer, je erfolgreicher du wirst, desto mehr oder je mehr Reichweite du auch hast, desto mehr ziehst du eben auch diese Neinsager an. Ja, Leute, die irgendwie immer wieder negativ was reinballern, ja, respektlos werden. Ich meine, kein Mensch ist ja gezwungen, hier seine Zeit am Freitagabend zu verbringen. Ja, das ist ja keine Pflichtveranstaltung, die wir hier machen. Ja, wie gehst du ja auf auch negatives Feedback, auf vielleicht auch respektloses Verhalten? Also manches ordne ich ganz klar in dieses Verhalten. Das geht nicht. Das ist respektlos. Ja, das ist persönlicher Angriff. Das ist keine sachliche Kritik. Aber darauf stößt du in dieser Social Media Welt. Wie gehst du damit um? Wie hast du gelernt, damit umzugehen auch? Ja, sehr, sehr coole Frage, Maurice. Also ich glaube, man muss erstens unterscheiden, was ist da, also was ist, es gibt zwei Arten, es gibt eine Art konstruktive Kritik und es gibt eine Art, würde ich so ganz grob Beleidigung, darunter fällt eigentlich das meiste. Es gibt auch üble Nachrede und Verleumdung und Beleidigung ist in Deutschland relativ einfach, das ist eine Straftat. Da steht außen eine Geldstrafe und bei schweren Beleidigungen sogar eine Freiheitsstrafe bis 5 Jahre. Wissen viele nicht, weil man beleidigt sich ja häufig mal so im privaten Umfeld vielleicht. Aber so ist es halt. Und grundsätzlich finde ich, Beleidigungen gehen halt gar nicht, die werden danach häufig entfernt, aber Kritik immer sehr, sehr gern. Ich gehe damit so um, also ich ignoriere es einfach. Also das ist einfach, so habe ich damit meinen Frieden gefunden. Was ich übrigens auch ignoriere, sind Hardcore-Fans. Also man merkt nämlich, man hat ja beides. Es gibt Leute, die sind normal, nenne ich es mal. Und die konsumieren Zeug und kaufen dann, kaufen nicht, wie auch immer, bilden sie sich weiter, bilden ihre Meinung. Und dann gibt es Leute, die lieben dich einfach extrem hart und das endet dann häufig in Stalker, habe ich auch, Gott sei Dank nicht viele, oder eben Hater. Und ich sage im Grunde, wie gehst du mit einem Hardcore-Fanboy um, der dich jeden Tag anschreibt oder dich sogar zu Hause besucht, bei dir klingelt, am Fenster klopft oder dich Wow. auf der Straße anspricht? Ich sage dir eins, das ist noch viel unangenehmer als jemand, der dich einfach im Internet beleidigt. Das heißt, das ist einfach dieses übertriebene fanatische Liebe oder fanatischer Hass, der halt sehr unreflektiert ist. Solche Leute kann man auch nicht überzeugen mit rationalen Argumenten. Und ich sage einfach, ein Hater ist quasi so ein Fanboy mit einem negativen Vorzeichen. Und daher sollte ich das Gleiche machen wie mit dem Fanboy, einfach ignorieren. Ja, also ich find's tatsächlich rational gesehen hast du vollkommen recht, ja. Nur es gibt ja sicherlich auch eine emotionale Ebene und ich habe tatsächlich auch oft noch Probleme und wenn mir sowas widerfährt, weil mich gerade jetzt auch im Zuge, wenn ich so Livestream mit dir mache, hier steckt Arbeit hinter, du nimmst dir die Zeit, ja. Und wenn ich dann irgendwas Negatives lese, dann regt mich das auf, weil das ist so eine Respektlosigkeit. Und bei mir geht es halt in die emotionale Ebene, obwohl ich tatsächlich so sein sollte wie du in dem Moment, ja. Ja, also ich denke, du musst dir das mal vorstellen, stell dir mal vor, wie das bei Elon Musk oder Amazon oder bei Amazons Chef Bezos war. Also was die für Hate abbekommen, das ist halt nochmal eine ganz andere Liga. Also bei Jeff Bezos, der hat in einem Interview, ist es mal rausgekommen, dass er so fast täglich Morddrohungen bekommt. Einfach weil Wow. Leuten, die eben sagen, hey, du bist so ein Ausbeuter und das Schlechteste, was Amerika jemals passieren konnte mit dem Mindestlohn und so weiter. Vor seinem Haus wurde, glaube ich, er auch erst letzten Monat so eine Guillotine aufgestellt, um ihn zu köpfen. Also das ist schon Krass. Next Level. Also sowas habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Aber ich glaube, das kommt einfach voll automatisch. Und ja, das Beste ist es tatsächlich, um es zu ignorieren und den Kunden, denen du einen Mehrwert bieten kannst, deinen Kunden oder wie auch immer, die Leute, die was drin sehen, die nehmen es dann quasi für sich mit. Ich meine, es macht halt auch keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen, mit weder Fanboys oder Hatern, denn du wirst von denen nie einen Cent auch bekommen. Die werden dich sowieso, also du wirst die sowieso nicht überzeugen. Du wirst auch einen Fanboy nicht überzeugen, weil die halt komplett unreflektiert sind. Und deswegen lebt es sich aus meiner Sicht halt besser, wenn man es einfach ignoriert. Ja, cool, danke für deinen Impuls in die Richtung. Lass uns mal ein bisschen reingehen in dich als Börsianer.
Ich habe ja, wie gesagt, eine Analyse mal komplett gelesen, 40 Seiten von Amazon, mega gut. Ich habe mir jetzt eine Frage mal gestellt, weil da muss ja enorm viel Zeit reingeflossen sein. Wenn du jetzt als, ich sag mal, als reiner Privatinvestor, wenn ich dir 20 Minuten Zeit geben würde, also du hast nicht so viel Zeit, ja, sondern du hast 20 Minuten Zeit, ein Unternehmen zu analysieren. Wie würdest du vorgehen? Wie würdest du deine 20 Minuten einsetzen? Was guckst du dir an? Welche Tools nutzt du? Ja, was machst du jetzt? Ja, also ich finde es noch nicht wirklich professionell, nach 20 Minuten schon eine Einschätzung abgeben zu können. Das ist halt so, wie du besichtigst eine Immobilie eine Minute und ja, Ja, okay. dann nicht. Grundsätzlich, also man hat nach 20 Minuten schon ein Ergebnis, aber das ist auch extrem wagemutig. Was ich mir aber als erstes ansehe, ist tatsächlich, ich gehe einfach mal auf die Webseite des Unternehmens und schaue, was machen die überhaupt. Weil das Wichtigste ist erstmal überhaupt zu verstehen, was die machen, gerade wenn es was Komplexes ist wie The Trade Desk, Okta oder vielleicht auch Square, was man nicht auf Anhieb versteht. Die einfachen Unternehmen sind die, mit denen man jeden Tag zu tun hat. Coca-Cola, Pepsi, keine Ahnung, Apple vielleicht noch, Starbucks, McDonald's, weißt du. Das versteht im Grunde, da weiß zumindest jeder schon mal ganz grob, was die machen. Aber ich versuche als allererstes erstmal so ein ganz grobes Verständnis herzustellen, was macht das Unternehmen überhaupt und verstehe ich es. Wenn ich es nach 5 Minuten oder 10 Minuten nicht verstehe, dann sage ich okay, so sage ich eh direkt, okay, das mache ich jetzt nicht. Bei mir war das zum Beispiel bei The Trade Desk mal. Das war, als ich die das erste Mal analysieren wollte, das war 2018, habe ich nach einer halben Stunde festgestellt, da habe ich mir mehr Zeit genommen, das wird nicht mehr. Ich verstehe das einfach nicht, was die machen. Und Ja. dann macht es auch keinen Sinn, eine Analyse drüber zu schreiben, wenn du nicht mal dir selbst erklären kannst, was das Unternehmen macht. Oder ich versuche halt immer in super klaren Worten, einfach kannst du es einem 10-Jährigen erklären, wie was das Unternehmen macht. Und wenn du das kannst, dann brauchst du nicht mehr weiter analysieren. Und dann habe ich später nochmal analysiert, 2019 oder 2020, 2 Jahre später dann erst wieder. Ja, und dann schaue ich mir tatsächlich den letzten Geschäftsbericht an und schaue mir an, wie entwickeln sich überhaupt die Kennzahlen. Zum Beispiel bei alle Aktien quantitativ sieht man ja, wie entwickelt sich der Umsatz, wie entwickelt sich der Gewinn. Und wenn ich da schon so Kraut und Rüben sehe, quasi komplett durch ein wachsendes Umsatz ist einmal minus 50%, dann wieder plus 30%, dann wieder minus 80%, also so super, dann weiß man schon, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Idealerweise willst du ja ein Unternehmen, das von Jahr zu Jahr mehr gewinnt, jedes Jahr solide 10%, 20%, 30% mehr und wo auch der Gewinn ordentlich nachzieht. Also ich versuch eher so ein bisschen nach Fehlern zu suchen im Unternehmen. Und das sind die ersten zwei Sachen, die ich mache. Also ich schaue erstmal, verstehe ich überhaupt ganz grob, was die machen? Und zweitens, mit verstehen meine ich, woher kommt der Umsatz? Also wo kommt jetzt wirklich der Umsatz her? Nach Umsatz nach Segment ist ja auch so ein beliebtes Chart, das wir da entwickelt haben. Das gibt es häufig auch im Geschäftsbericht oder eigentlich immer ausgewiesen. Und ja, und als nächstes schaue ich mir die Kennzahlen an, ob die Story überhaupt auch stimmt, ob wir da, ist das ein Wachstumsunternehmen oder stagnierendes Unternehmen und so. Und dann, nachdem ich die zwei Sachen habe, dann lese ich mir erst nochmal intensiv den Geschäftsbericht durch. Ja, hier kam nämlich, Es ist so ein deswegen hast du Top- es. und Pyramid Principle nennt man das, also dass man sich erst ganz grob anschaut, was macht das Unternehmen und finde ich es relevant oder kann ich es direkt wegschmeißen. Dann überfliegt man nochmal die Kennzahlen und überfliegt wirklich diesen gesamten Geschäftsbericht in einer halben Stunde und schaut, ah, okay, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Und dann als dritten Schritt erst geht man nochmal alles von oben, also geht man das dritte Mal alles von oben nach unten durch. Aber dieses Mal beim dritten Mal eben wirklich im Detail. Und das spart halt unglaublich viel Zeit im Gegensatz zu, wenn du direkt beim ersten Mal alles von oben nach unten durchgehst, dann hast du halt schon ein paar Tage versenkt und merkst dann vielleicht erst, du hast das Unternehmen noch nicht verstanden. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, ich denke. Ja. Nee, war mega, mega spannend zu sehen. Mir kam nämlich gerade noch mal die Frage auf, aber das hast du ja im Grunde jetzt noch mal erläutert, ne? Was meinst du mit Unternehmen verstehen? Ja, derjenige, ich weiß gar nicht, wie er hieß, der Clemens, hatte geschrieben, bei Apple, wie das iPhone funktioniert, verstehst du doch jetzt auch nicht. Genau das meintest du nicht, ja, nicht technisch im Detail verstehen, aber verstehen, wo kommen die Umsätze her, ne? Wie macht das, wie macht dieses Unternehmen sein Business, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel Die Umsetzung. auf, das könnte man nennen, wenn du jetzt zum Beispiel auf Möbel, ich glaube Möbel.de,
Möbel.de gehst du rauf und der Laie würde jetzt denken, das ist ein Online-Shop für Möbel. Ist es aber nicht. Diese Seite verdient per Clickout sein Geld. Also quasi, die kriegen eine Vermittlungsprovision, ja. Und sowas ist eben gemeint zu verstehen, wie machen die jetzt ihr Business auf dieser Seite oder dieses Unternehmen, ne? Das, um das nochmal auf die Frage hier auch einzugehen. Dann kam die Frage, da hast du jetzt ja genutzt oder das hast du jetzt ja aufgebaut, alle Aktien quantitativ. Da gibt es ja auch einige, glaube ich, am Markt, die so eine Übersichten eben darstellen, wo du Unternehmenskennzahlen eben auch auf einen Blick bekommst. Und da mal die Frage, du bist jetzt eingegangen auf Umsatzwachstum, Gewinnwachstum war für dich wichtig. Welche Fundamentaldaten du eben betrachtest für deine Entscheidung am Aktienkauf? Ja, ich schaue wirklich vor allem auf das Umsatzwachstum tatsächlich, weil das entscheidet einfach über die Zukunft. Wenn kein Umsatzwachstum mehr da ist, dann weißt du schon, das Unternehmen stagniert. Es ist so ein Day-Two-Unternehmen im Grunde. Und Stagnation bedeutet im Grunde, das Unternehmen ist jetzt schon auf dem absteigenden Ast langfristig gesehen. Warum? Naja, selbst wenn dein Umsatz stagniert und du hast eine Inflation von 5% oder mehr, dann sinkt dein Umsatz ja auch netto. So musst du es sehen. Oder? Weißt du, was ich meine? Also jetzt ist Ja. weil die Inflation zum Vergleich zum Vorjahr wirklich 5% war und eben nicht mehr 1, 2%. Das heißt, ein Unternehmen, das dieses Jahr nicht mindestens 5% wächst, das schrumpft. Das ist halt eine krasse Aussage. Dann schaue ich drauf, ob auch der Gewinn wächst. Aber noch wichtiger, ich schaue mir vor allem die Gewinnmarge an. Also zum Beispiel 20% oder 20 Cent von einem Euro Umsatz bleiben wirklich im Unternehmen hängen. Das finde ich super wichtig, weil es verdeutlicht, wie austauschbar das Unternehmen ist oder können die wirklich die Preise durchsetzen, die sie durchsetzen können. Weißt du, wie ich meine? Oder Ja. was komplett Vergleichbares, so wie Milch und Wasser, wo es nur einen Preiskampf gibt und die Frage ist, wer kann das als erstes für einen Cent produzieren? Und man versucht sich eher Unternehmen rauszusuchen mit einem tiefen Burggraben, auch laut Warren Buffett und Peter Lynch sogar, ist das einfach das quantitative Zeichen, um den Burggraben zu erkennen, sind einfach die Margen. Schafft es das Unternehmen, von Jahr zu Jahr profitabler zu werden, also die Preise stark anzuheben und dabei super effizient zu arbeiten. Weil ein Unternehmen mit viel Konkurrenz, das schafft es nicht, die Preise anzuheben, sondern es muss immer weiter nach unten gehen, so wie es halt bei Milch und bei Wasser ist. Was ist das Unternehmen mit der höchsten Gewinnmarge, was dir einfällt? Ja, das müsste VeriSign sein, die liegen bei knapp 75, 76%. Wow, krass. Okay, was machen die? Vergessen, da geht ja auch Umsatzsteuer weg. Die Umsatzsteuer ist in Amerika aber weniger, hängt vom Bundesstaat ab, zwischen 0 und ich glaube 12%. Und in Deutschland wäre das schon extrem hart, weil da geht ja schon 20% Umsatzsteuer weg. Und dann, gut, dann hast du noch 5% oder dann hast du noch 4 oder 5%, die für das Management und die ganzen Angestellten draufgehen dürfen. Und dann musst du noch Gewinnsteuer zahlen, das sind ja auch nochmal 30%. Also in Deutschland ist es quasi unmöglich. Na, aber die Gewinnmarge, die wird doch wahrscheinlich vom Nettoumsatz gesehen, also nicht vom Bruttoumsatz gemessen. Also ich denke nicht, dass die Umsatzsteuer in diese Rechnung mit einbezogen wird, oder? Ja, es Weißt du gibt das? Sachen, die man da mit einberechnet. Also es hängt stark davon ab, was du für ein Unternehmen bist. Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, dann rechnest du es direkt raus, das ist klar. Aber wenn ich jetzt alle Aktien bin und wir verkaufen die Abos für 29 Euro beispielsweise an die Endkonsumenten, Ja. ich muss leider schon Umsatzsteuer zahlen und das sind 20 Euro, die mir da weg, 20 Euro, 20%, die mir halt fehlen. Das sind ungefähr 4,50 Euro oder 4,60 Euro. Also ich Ja, kann ja. nicht sagen, okay, Finanzamt, egal, überweis mir einfach die Umsatzsteuer wieder zurück. Ich hätte gerne nette Umsätze. Also das Problem hast du immer, wenn du mit Endkonsumenten hantierst. Du bist ja hauptsächlich im B2B-Bereich, glaube ich. Da ist dir die Umsatzsteuer im Grunde egal, weil du dir die immer von zurückholst. Nee, so war das nicht gemeint, sondern ich meinte das in die Richtung, wenn du jetzt in den Fundamentaldaten eines Unternehmens bist, da werden ja die Umsätze aufgeführt und in diesen Umsätzen werden nicht Bruttoumsätze angegeben, sondern wahrscheinlich die Nettoumsätze und die Steuerpositionen werden separat gebucht, einmal als Vorsteuer, einmal als Umsatzsteuer. Und wenn du dir das da anguckst in der Gewinnmarge, die Gewinnmarge wird nicht auf diesen Bruttobetrag bezogen, so meinte ich das. Genau. Ja, okay. Auch die Frage kam auf in Bezug auf
Börsen-Know-how. Also ich glaube, je mehr Wissen du hast über die Börse, über Unternehmen, über Märkte an sich, über unterschiedliche Phasen, desto stärker kannst du auch in Krisen reagieren, desto unemotionaler hältst, wirst du dich verhalten, wenn mal die Kurse um 40% einbrechen. Und es kam die Frage, wie hast du dir dein persönliches Börsen-Know-how aufgebaut? Kannst du da diesbezüglich bestimmte Bücher oder Seminare empfehlen? Ja, also zu der, das klingt jetzt komisch, aber zu der Zeit, als ich eben angefangen habe, auch wenn es noch nicht mal so lange her ist, 2013, 2012, 2013, da gab es noch sehr wenige Seminare und sehr wenige Bücher. Also Bücher gab es schon, aber wenige Seminare. Also mein Lieblingsbuch ist eigentlich alles von Peter Lynch. Also von dem habe ich alles gelesen, bin ich auch ein großer Fan. One Up on Wall Street kennst du, glaube ich, auch. Also ist wirklich sehr bekannt. Und dann gibt es noch Warren Buffett, ist auch klar. Also an den beiden orientiere ich mich eigentlich am stärksten, weil ich einfach sage, ich will mich an Qualitätsunternehmen beteiligen, die will ich jetzt kaufen und dann 10 Jahre, 20 Jahre halten. So will ich es ja im Grunde auch bei meinem eigenen Unternehmen, bei alle Aktien machen, quasi einmal Aktien kaufen, beziehungsweise ich habe es ja gegründet, das heißt, ich hatte die Aktien schon und die dann einfach sehr lang halten. Ja, und das ist im Grunde, ich würde sagen, meine Unternehmensphilosophie ist sehr stark geprägt von anderen großen Investoren, wie eben Peter Lynch, Warren Buffett. Ich schaue mir auch sehr viele Hedgefondsmanager an, wie Ray Dalio von Bridgewater Associates, der weltgrößte Hedgefonds. Und ich orientiere mich auch stark am professionellen Research einfach, also was wir bei UBS oder McKinsey zum Beispiel gemacht haben. Da, das sind keine Aktienfirmen oder so, oder die machen nicht den ganzen Tag Aktienanalysen, aber was die machen, sind ja, Unternehmensanalysen, also versuchen die schwierigsten oder sehr schwierige Probleme des Top-Managements zu lösen. Also Managementberatung kennst du ja. Da muss man halt auch unglaublich akribisch analysieren und das im Grunde versuche ich auf Aktien anzuwenden. Was Ja, ich von Peter genau. Lynch hatte ich ein Buch nur gelesen, der Börse einen Schritt voraus. Und von Ray Dalio habe ich Principles. Prinzipien des Erfolgs gelesen. Auch ein sehr geiles Buch, insbesondere die Ja. Prinzipien der Arbeit finde ich von ihm sauspannend. Ja. Das Buch war übrigens auch mal kostenlos online 2000, bis 2016 und dann wurde es offline genommen und in den Druck gegeben. Jetzt ist es nur noch auf Amazon verfügbar. Ich habe es nämlich runtergeladen. Ich habe auch noch die PDF auf dem MacBook hier. Und was mich da eigentlich fasziniert hat, die leben ja so eine Kultur von kompletter Transparenz und Ehrlichkeit, dass man brutal ehrlich zueinander ist, weil sie sagen, okay, wir wollen immer auf das Kernproblem kommen und wir brauchen halt super, wir geben. Klingt jetzt komisch, aber wir geben jetzt nicht so super viel Wert auf gegenseitigen Respekt und tralala, wir leben hier so eine tolle Unternehmenskultur, sondern wir legen eher Respekt oder wir legen eher Wert auf super klare, direkte und ehrliche Kommunikation. Und wenn dir was nicht passt, dann sag's direkt. Und das ist eine Art von Kultur, die, glaube ich, bei Bridgewater Associates funktioniert, aber bei vielen Unternehmen, glaube ich, eben auch nicht, weil man muss damit klarkommen, jeden Tag die Wahrheit ins Gesicht bekommen zu ins Gesicht gesagt zu bekommen, auch wenn sie einem vielleicht nicht so gefällt. Also ich glaube, Bridgewater hat wirklich eine sehr, sehr spezielle Unternehmenskultur. Ich weiß es, weil ich mich bei denen auch mal beworben habe, während ich am MIT war. Und ich Ah, cool. hatte ein Interview mit denen und das fand ich schon sehr speziell. Also ich habe nie dort gearbeitet, aber das fand ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, dass die wenigsten Leute, viele Leute sagen zwar, ich bin so super offen und für Feedback und so, aber wenn man das dann wirklich erlebt, ist es, glaube ich, sehr hart. Ja, ich weiß, was du meinst, auch in dem Buch. Ich erinnere mich dran. Ja, die Umsetzung ist tatsächlich fraglich, wie sie das leben. Das würde mich auch mal interessieren, ne? Diese brachiale Aufrichtigkeit, offen zu sagen, immer was man denkt, wie das so in dem Alltag dort abläuft und gelebt wird, interessiert mich tatsächlich auch. Also in der Theorie klingt das ja alles immer so recht logisch, ne? Wenn wir in einer Welt leben würden, wo alle immer ehrlich sind, ist doch voll cool. Ja, aber wie das dann tatsächlich umgesetzt wird in der Praxis, das würde ich mir auch gerne mal anschauen und da Mäuschen spielen in dem Unternehmen. Das glaube ich dir. Ansonsten der zweite Teil, der stark meine Investment-Philosophie ja, beeinflusst hat, ist tatsächlich typisches VC-Investing. Also wie investieren Wagniskapitalgeber aus dem Silicon Valley, Peter Thiel zum Beispiel oder Sequoia Capital. Sequoia ist einer der größten VCs auch und orientiere mich sehr, sehr stark an denen. Vor allem, wie man in disruptive, neue Technologien, in Wachstumsunternehmen investiert.
So habe ich dann letztendlich auch, bin ich auf The Trade Desk oder jetzt vor kurzem auf Okta gestoßen. Genau, das finde ich. Und ich mache eben so die Kombination aus Ultra Buy and Hold und in Unternehmen investieren, die was komplett neu denken oder was komplett neu machen, wie auch Tesla zum Beispiel, was ich richtig cool finde, oder auch was Volkswagen in den letzten, ja, 12 Monaten an den Start gelegt hat. Und davon bin ich einfach überzeugt, dass Innovation und disruptives, neuartiges Denken sozusagen ist quasi, ich weiß, es klingt jetzt super abstrakt, aber ist so der Vorreiter vom Umsatzwachstum. Wie Weißt du? viel? Wie viel? Wohingegen ich sage, ein Unternehmen, das stagniert, 0% Umsatzwachstum oder plus minus 3%, das ist eigentlich schon gestorbenes Unternehmen. Das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Und das ist halt diese Day-One-Philosophie. Oder entweder du bist ein wachsendes Unternehmen und du hast noch eine geile, weil es halt, das Problem ist auch, dass es die Unternehmenskultur extrem stark beeinflusst. Das habe ich auch bei McKinsey immer wieder erlebt. Wenn du einmal eine Unternehmenskultur hast, wo die Leute um 3 Uhr Nachmittag den Stift fallen lassen und nach Hause gehen und keine Lust haben auf Arbeit eigentlich, das bekommst du nie wieder in deinem Leben raus. Eigentlich müsstest du alle Mitarbeiter entlassen und komplett neue Mitarbeiter einstellen, die halt noch diesen Startup-Spirit leben, motiviert, die extra Meile gehen. Und das ist halt unglaublich schwierig, den Hebel wieder zurück umzudrehen. Das heißt, wenn ein Unternehmen einmal stagniert oder irgendwie 3 Jahre hintereinander 0% Umsatzwachstum hinter sich hat, das ist beinahe unmöglich, da wieder 30% Umsatzwachstum von einem Jahr auf das nächste hinzubekommen. Einfach weil die Leute machen nicht mehr mit dir. Selbst wenn du als Manager das willst. Ja, ich hab mal gelesen, weiß nicht, ob du dieses Modell kennst von A-Mitarbeitern, B-Mitarbeiter, C-Mitarbeiter. Hier ganz Also grob. Kurzfassung, A-Mitarbeiter sind welche, die andere noch motivieren, noch besser zu werden, ja, die andere mitreißen. B-Mitarbeiter sind so, ja, Mitarbeiter, wo du sagst, ja, die machen ihre Aufgaben, aber auch nicht mehr. Also so wie du vorhin beschrieben hast, 40-Stunden-Woche, dann machen die exakt 40 Stunden. Und genau wenn 40 Stunde 01 ist, gehen sie sofort nach Hause. Ja? Das ist so ein B-Mitarbeiter, macht genau das, was man ihm sagt, aber eben kein bisschen mehr. Und C-Mitarbeiter sind die, die quasi schon innerlich gekündigt haben und andere in der Küche noch runterziehen und sagen, Mann, ist das hier eine Scheißbude, ja, hier mein Chef und so weiter. Und ich habe gelesen, bei Alphabet, da hat Larry Page bis zu etwa 10.000 Mitarbeitern immer noch das letzte Vorstellungsgespräch selber geführt. Und sie haben bis zu 30 Vorstellungsgespräche gemacht, weil sie gesagt haben, wir müssen alles dafür tun, dass wir nicht einen Scheiß in unser Unternehmen bekommen. Also sie wollten nicht mal einen B-Mitarbeiter kriegen und jedes Unternehmen hat B-Mitarbeiter, ja. Und ich fand diesen Ansatz total inspirierend, die Vorstellung, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo du tatsächlich nur diese A-Leute hast, ja. Ja, das ist ja etwa auch der Anspruch von Amazon. Da fällt mir ein gutes Buch ein, das ich dann im Urlaub gelesen habe, als ich in Spanien war. Ich hatte mir da das erste Mal seit 2 Jahren, 2 Wochen dann Urlaub genommen. Und zwar hieß es Working Backwards. Das hat ein ehemaliger Topmanager von Amazon auch geschrieben, der sehr viel auch mit Jeff Bezos zusammengearbeitet hat. Wir hatten einen sehr großen Launch. Musst du mal schauen. Working Backwards ist ja auch eines der Amazon-Prinzipien, dass man vom Kunden zurückarbeitet und sich dann erst überlegt, wie, also, ja, das ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung, das werde ich auch nochmal lesen. Und da ist es bei Amazon etwas so, dass es bei jedem Hiring Committee auch so einen Bar Raiser gibt. Also eine Person, die dich auch interviewt, die aber nur dafür verantwortlich ist, mit Vetorecht zu sagen, ist die Person besser als 90% der Leute, die schon hier arbeiten? Dass also die Qualität der Leute immer steigt und nicht eben nachlässt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Die Leute wollen Mega nice, ja. bezahlt werden. Also Amazon zahlt ja auch extrem gut. Es ist schwierig bei Amazon zu arbeiten und ja, weniger als 80, weniger als 100.000 zu verdienen. Das ist schwierig. Also in der Logistik und so natürlich schon, aber ich meine jetzt in der IT oder so oder im Management, da ist es schon schwierig. Also die zahlen halt auch schon sehr, sehr gut, aber wollen da nur A-Leute und entlassen die Leute auch sehr schnell wieder. Da wird Amazon ja auch häufig angekreidet, dass man bei Amazon auch sehr schnell wieder entlassen werden kann, so, sobald du nicht mehr performst. Und die Idee ist halt wirklich, entweder du bist bei Amazon und du bist maximal motiviert, oder es ist einfach kein guter Fit mehr zwischen dir und Amazon, weil wenn du nicht maximal motiviert bist wie ein A-Mitarbeiter, dann ist es doch
im Interesse aller Beteiligten, für Amazon, für die Investoren, für die Kunden, für dich als Arbeitnehmer, ist es doch besser, wenn du dann einen anderen Job suchst, wo du mit Leib und Seele dabei sein kannst. Das heißt, 10 Mitarbeiter sollte es eigentlich eh nicht geben, weil ich glaube, wenn man da ehrlich zu sich ist, dann müsste man von sich aus ja kündigen, weil man tut sich ja im Grunde keinen Gefallen. Denn wenn du 10 Mitarbeiter bist oder auch B, dann wirst du im Unternehmen ja sowieso auch nicht wirklich weiterkommen, weißt du, wie ich meine? Und niemand stagniert gern auf seiner eigenen Position. Und ich finde, ich habe das mal persönlich, ich habe bei Alle Aktien auch schon Leuten gekündigt, es haben aber, ich glaube, es ist halt am Anfang immer sehr emotional, ist klar, wenn man das erste Mal kündigt oder auch gekündigt wird. Aber langfristig sind, glaube ich, die meisten Leute am Schluss unterm Strich tatsächlich glücklicher, weil sie eben merken, okay, es ist kein so guter Fit einfach, oder? Klingt, das ist so diese typische Klischee-Sache, es ist kein guter Fit, weil man das häufig auch so in privaten Beziehungen hört, hey, ich glaube, guck mal, Maurice, ich glaube, es passt nicht mehr so. So dieses Klischee, aber es ist halt auch irgendwo die Wahrheit, weißt du, wie ich meine? Total, also ich sehe das genauso wie du, eine Kündigung oder wenn ich jemanden kündige bei mir, dann ist das immer von beiden Seiten zu sehen, ja, also wenn er nicht die Reflexion hatte, das zu sehen, dass es ihn gerade auch nicht glücklich macht, weil es kann nicht ihn glücklich machen, wenn ich so unglücklich über seine Arbeit bin, ja, also das ist ja ein Zusammenspiel und in der Regel kündigst du ja nicht auch aus einem heiteren Himmel, also es gab ja schon mehrere Momente in der Führung auch, wo du ihn darauf hingewiesen hast, hey, pass auf, das muss sich ändern, diese Ergebnisse müssen erreicht werden, das und das musst du tun, das ist meine Erwartungshaltung. In der Regel kündigst du ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, ihr habt 6 Monate zusammengearbeitet und dann am einen Tag sagst du, jetzt bist du raus, ja. Sondern das hat sich ja auch irgendwie angedeutet und deswegen würde es mich dann auch wundern. Auch Pflicht, dass man vorher eine schriftliche Mahnung rausschickt, also niemand sollte davon überrascht, also du kannst gesetzlich gar nicht davon überrascht werden. Und es ist natürlich auch Pflicht, dass du, die Kündigungsschutz ist 1 Monat bei Angestellten. Das heißt, du musst ihn ja trotzdem noch 1 Monat weiter beschäftigen oder du sagst halt, okay, ich nehme die Kosten dann einfach auf mich. Also Deutschland hat auch einen sehr guten Kündigungsschutz. Du hast noch Bücher angesprochen, das fand ich auch nochmal spannend. Eben hast du ein Buch angesprochen, wenn du, ich sag mal, die 3 wichtigsten Bücher deines Lebens benennen müsstest, was fällt dir da ein zu? Boah, das ist brutal schwierig. Das hängt nämlich davon ab, was du machen willst. Ich kenne so viele gute Bücher in verschiedenen Bereichen, im Rechtswesen, im Steuerwesen, im Unternehmer, Investor. Das hängt wirklich davon ab, was du machen willst. Ich glaube, aber ich sage jetzt einfach mal die 3, die mich so am meisten geprägt haben. Ich glaube, das erste ist wirklich How to Win Friends and Influence People. Absoluter Standardklassiker, kennt auch jeder. Das ist unglaublich wichtig. Mit dem ist man schon sehr, sehr gut dabei, wenn man die Sachen beherzigt und sich so verhält, wie man es auch von anderen gerne hätte, dass sie sich gegenüber einfach halten, dann ist man, glaube ich, schon auf einem sehr, sehr guten Weg, menschlich, rechtlich und so weiter und auch unternehmerisch. Ich meine, rechtlich gesehen, ich meine, der Rechtsstaat versucht ja nur das Zusammenarbeiten und das Zusammenleben zu aufrechtzuerhalten, nichts anderes. Das zweite Buch, was mich stark beeinflusst hat, ist tatsächlich, das heißt The McKinsey Edge, kannst du mal, das ist sehr unbekannt außerhalb dieser Beratungsszene, aber in der Managementberatung ist es sehr bekannt, bei McKinsey und BCG ist es so eine Standardliteratur, das heißt The McKinsey Edge, und da sind sehr viele Prinzipien drin, wie einfach so eine Top-Management-Beratung funktioniert und wie man vor allem ultra-effizient arbeitet und Sachen in 20 Minuten erledigt, die halt, wo man denkt, okay, das dauert 3 Tage. Und das erfordert natürlich sehr viel Commitment, aber ich fand es einfach sehr spannend, was da drin steht. Man muss auch nicht alles übernehmen, aber ich fand es einfach, da stehen auch viele Sachen drin, wie man mit Wow-Effekten beeindrucken kann, die deine Klienten eigentlich nicht erwartet hätten oder wie man auf subtile Faktoren Einfluss nimmt sondern wie man die wahrnimmt. Und ja, das fand ich sehr, sehr spannend. Und dieses Working Backwards, das habe ich dir ja schon gerade genannt, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Da habe ich sogar das Kindle-Buch und auch das Audiobook gekauft. Einfach, weil ich die Unternehmenskultur von Amazon wirklich feiere. Also sie haben eben nicht nur ein Produkt erfunden, sondern die haben im Grunde erfunden, wie man eine Maschine baut, die Produkte erfindet. Und Amazon greift ja auch aggressiv Produkte und Sparten an.
die eigentlich überhaupt nichts mit dem Kerngeschäft zu tun haben, wie Cloud, was hat das mit Retail zu tun oder Amazon, oder Twitch oder die, ja, das finde ich eben das Coole. Also das, die haben die Maschinen, die haben eher so eine Innovationsmaschine gebaut, die ständig neue geile Sachen raushaut. Ja, da kann man viel davon lernen, glaube ich. Habe ich mir notiert, kenne ich auch noch nicht. Von daher sehr, sehr geil. Wieder ein paar gute Buchtipps. Noch so ein, so, das ist aber eher so, ich nenne es jetzt einfach mal ein geheimes Buch, in Anführungszeichen, das ist nämlich nicht im Druck, das heißt Perspective on McKinsey, also auf Deutsch Perspektive auf McKinsey, und das hat der Gründer von McKinsey geschrieben, Marvin Bauer. Ich habe das mal bei Amazon gesehen, das war irgend so ein, für 120 € oder so, irgend so, also kein offizieller Druck, und das hat mich auch sehr, sehr stark beeinflusst, weil ich meine, ich bin ja jung, ich hatte auch nur ein, oder relativ jung, 26, ich hatte in meinem ganzen Leben auch nur einen Job, also ein Praktikum bei UBS und dann einen richtigen Job für ein bisschen über ein Jahr bei einer Managementberatung. Das heißt, eigentlich habe ich ja sehr wenig Berufserfahrung, und ich glaube, deswegen ist es halt so, dass mich aber dieses eine Jahr, das ich gehabt habe und das mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, ich würde auch jederzeit wieder zurückgehen, wenn es bei alle Aktien nicht mehr läuft, um ehrlich zu sein, weil es mir halt wirklich Spaß gemacht hat. War es halt sehr prägend, oder? Und ich glaube, der erste Job, der zweite Job, die sind immer sehr, sehr prägend, weil da bekommst du halt die Werte vermittelt. Wie funktioniert überhaupt ein Unternehmen? Sachen, die man nicht checkt oder die man nicht weiß, wenn man jetzt direkt vom Studium kommt. Und ich glaube, was eben bei McKinsey sehr brutal stark gelebt wird und was auch in diesem Buch Perspective on McKinsey rauskam, ist wirklich ein brutal starkes Wertesystem aufzubauen. Das heißt, es geht hier nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern es geht darum, und so habe ich es für alle Aktien für mich persönlich übernommen, der unabhängige, authentische Partner bei allen Investmentfragen zu werden. Wir machen das natürlich mit Aktienanalysen, aber für mich steht zum Beispiel außer Frage, dass wir die Interessen der Privatanleger über die Interessen von alle Aktien stellen müssen. Weißt du, und eben zum Beispiel kein Geld von Fonds oder Affiliate annehmen. Ich bin ja auch ein sehr unüblicher Influencer auf Instagram. Ich habe natürlich, oder wir haben natürlich ein paar Follower, 60.000 oder 67 oder so, aber wir haben noch nie Affiliate gemacht, noch nie ein Buch empfohlen, noch nie einen Broker empfohlen, noch nie einen Fonds empfohlen und so. Das meine ich mit sehr unüblich, weil ich eben sage, das machen wir alles nicht, sondern wir wollen auch verdienen. Ich bin auch nicht Mutter Teresa, und die Art und Weise, wie wir Geld verdienen, ist eben, wir sind super ehrlich und aufrichtig. So meine ich es halt. Und das ist eben, was mir bei alle Aktien so viel Spaß macht. Dass man eben sagt, ja, es kostet 29 €, aber dann nehmen wir von alle Aktien eben von niemandem sonst mehr Geld. Weißt du, wie ich meine? Und du kaufst dir mit diesen 29 € diese absolute Unabhängigkeit von Benjamin oder von mir oder von den anderen Partnern bei alle Aktien ein. Und das ist eben genau das, was ich mir auch gewünscht hätte, als ich alle Aktien gegründet hätte, weil es gibt so viele Finanzkanäle, auch bei YouTube und Instagram, aber es gibt halt keinen, der unabhängig ist. Und das gibt es bisher, der unabhängig ist und auch professionell arbeitet. Und das gibt es halt bisher immer noch sehr, sehr wenig, weißt du? Jeder versucht natürlich mit Affiliate und Vorempfehlungen und dann die Kreditkarte und das noch Geld zu verdienen. Und das ist für mich eben nicht, wie die Finanzbranche funktionieren soll. Weil im Grunde Ja. wollen alle Leute wollen natürlich alles kostenlos, kann ich verstehen, aber im Grunde endest du dann bei der Sparkasse, die dir eben den Fonds dann mit 5% Aufgabeaufschlag andreht. Das ist der Wert einer kostenlosen Beratung. Die Leute, es gibt halt nichts im Leben kostenlos, und das lernt man auch irgendwann. Und entweder die Person sagt dir am Anfang direkt ganz klar, was die Kosten sind und super ehrlich, oder sie sagt dir, ich mache alles kostenlos und dann wird halt irgendwie anders Geld verdient. Das sind immer die zwei Optionen, die man im Leben hat. Und Ja. ich sag quasi Folgendes, so ähnlich an die The Trade Desk Mission angelegt, dass ich sage, okay, die Privatanlegerseite, es liegt immer richtig, weißt du? Und ich will gemeinsam mit dem Privatanleger und als Kunden von uns auf der gleichen Seite stehen und nicht auf der gegenseitigen Seite, dass ich muss was empfehlen, damit ich Geld bekomme, und der Kunde hat dann vielleicht auch was davon, aber vielleicht eben auch nicht. Ja. Nee, ich finde es einen guten Wert, den du da reinlegst. Ich glaube, gerade bei Aktienanalysen würdest du sonst in Probleme kommen, ne? Irgendwo, wo du sagst, nee, dann empfehle ich mal doch lieber das, weil das bringt mehr Kohle. Ich glaube, man sieht es auch bei dem einen oder anderen Finanzinfluencer, der dann erst dieses Depot, dann nochmal dieses Depot. Ich Absolut, verstehe ja. schon, ich verstehe schon auch, was dahinter steckt.
die alle stecken sehr viel Zeit in ihre Profile und wollen für diese Zeit eben auch irgendwie bezahlt werden. Ja, und sie haben als Weg eben dann Affiliate-Links für sich entdeckt. Und vielleicht entsteht daraus auch irgendwann so eine Sucht, dass man sich an ein hohes Affiliate-Einkommen gewöhnt hat und im nächsten Monat musst du halt dann wieder schauen, wie kriegst du dein Cash zusammen, und dann wirst du irgendwann kreativ und sagst, ah fuck, okay, jetzt muss ich noch die Kreditkarte dazu nehmen, jetzt muss ich noch was weiß ich für Produkte dazu nehmen, die vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr passen. Ich finde, das an sich ist ja noch nicht ein vorwerfbares Verhalten. Ich meine, so funktionieren Influencer schon immer. So war das auch im Fernsehen früher oder im Radio oder ganz YouTube funktioniert ja so. Ich sage nur, das ist okay. Und ich meine, ich arbeite ja auch mit vielen Affiliate zusammen. Weißt du, Collier von Aktien mit Kopf empfiehlt ja auch alle Aktien, weil es meiner Meinung nach und auch seiner Meinung nach die besten Aktienanalysen da gibt. Und natürlich zahle ich ihm auch eine Provision. Ich sage nur, und das finde ich auch ein gutes Modell und so weiter. Aber ich sage halt einfach nur, alle Aktien für sich, also wir auf unserer Webseite oder auf unserem Instagram, wirst du halt nie Werbung für andere sehen. Das ist einfach diesen Wert, den man sich auch einkauft, dass man sagt, okay, ich habe eine Person von mir, die komplett unabhängig und ehrlich ist. Und das finde ich halt ist auch ein wichtiger Teil bei einem erfüllenden Job, oder dass man als so wahrgenommen wird. Und das kommt auch ganz, ganz stark zurück. Also Leute, ja, die bei cool. Premium dabei bleiben, die merken das auch. Und manchmal fragt man ja auch so, was hat jemand, wir messen ja zum Beispiel auch sehr genau, bei uns kann man ja 30 Tage kostenlos testen und dann bleibt man einen Monat dabei oder mehrere Monate oder für immer. Und ich habe zum Beispiel mal die Frage in den Raum geworfen, was haben denn die Leute über alle Aktien verstanden oder was wissen diese Leute über alle Aktien, die für immer dabei bleiben? Also das sind, was heißt für immer, Leute, die jetzt seit 2 Jahren jeden Monat ihren Beitrag zahlen, was extrem viel ist. Muss ja überlegen, 29 Euro mal 2 Jahre, das sind 600-700 Euro. Was haben die verstanden oder was hat die überzeugt? Was wissen die über alle Aktien oder welche Erfahrungen haben die mit uns gemacht, die anderen nicht gemacht haben, die vielleicht nach 2-3 Monaten schon wieder gekündigt haben? Das ist eine sehr spannende Frage, finde ich, weil das natürlich den Kundenwert extrem erhöht, oder wenn jemand 24 Monate statt 2 Monate dabei bleibt. Und das ist etwas, was sehr schwer zu vermitteln ist. Vor allem ist es jungen Leuten, also Schülern und Studenten, sehr schwer zu vermitteln, die nur aufs Geld schauen. Aber es ist wirklich dieses Wertesystem, das diese Leute lieben, dass sie endlich jemanden gefunden haben, der komplett unabhängig ist und nicht eben mit dem nächsten Fonds oder Affiliate vorankommt. Und ich sage aber, wie gesagt, gleichzeitig zu, gerade Schülern und Studenten ist es sehr schwierig zu vermitteln, weil die sehen eben nur den Preis, die sehen, da steht 29 Euro drauf, das ist mir zu teuer, alles schlecht. Jetzt schaue ich, wo es günstig gibt, sozusagen. Ja, dann vielleicht noch mal eine letzte Frage. Ich glaube, alle schaffen wir nicht. Das Thema Immobilien. Bist du in Immobilien investierst? Planst du in Immobilien zu investieren? Weil du baust ja ein enormes Aktienportfolio auf, aber dazu diversifizieren. Wie ist da dein Stand? Also ich kann dir da so viel dazu sagen, Maurice. Glaub es oder nicht, ich habe letzte Woche einen Immobilienkurs gekauft bei Udemy für 100 Euro. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber ich bin mir relativ sicher, das war so der beliebteste Immobilienkurs überhaupt auf Udemy. Der war auch sehr gut, der war die 100 Euro locker wert. Ich kann es dir später mal schicken, ich weiß den Namen jetzt gar nicht. Ich müsste selbst nachsehen, aber ich glaube, der hatte so 3000 Bewertungen fast und auch durchschnittlich viel. Okay. Und fand den sehr gut und da wie kann man überhaupt mit Immobilien Geld verdienen, also Sanierung, Buy and Hold, Kapitalinvestor, bla bla bla. Und ich fand es wirklich so richtig gute Basics einfach, weil ich hatte bis letzte Woche noch gar keine Ahnung von Immobilien. Und habe dann aber festgestellt und wurde darin bekräftigt, dass ich es nicht mache, nachdem ich den Kurs abgeschlossen habe. Und ich sage dir auch gern, warum. Für mich, Immobilien haben in Deutschland den krassen Vorteil, dass sie wirklich brutal steuerbegünstigt sind. Also wenn ich ein normaler Arbeitnehmer wäre, ohne Firma oder so, für normale Arbeitnehmer finde ich persönlich, nach diesem Kurs, macht es unglaublich viel Sinn, weil du da halt auch so viele Steuern sparen kannst und so, auch von deinem Einkommen kannst du das alles absetzen und so. Macht unglaublich viel Sinn. Ich persönlich bin ja nicht mal in Deutschland steueransässig, das heißt, ich habe davon eh nichts. Das heißt, ich müsste mir wenn dann ansehen, wie mache ich das in der Schweiz und so,
Aber auch da ist es schwierig, weil ich zahle mir ein Gehalt von 2.000 € im Monat aus. Ich zahle da eh schon keine, also ich zahle eh keine Spitzensteuer auf mein Einkommen. Mein Einkommen entsteht durch den Firmenwert und ich habe halt im Grunde so gut wie keine Steuervorteile durch Immobilien in meiner Situation. Und der zweite Grund, warum ich es nicht mache, es ist halt, mit Aktien kenne ich mich halt wirklich unglaublich gut aus. Also ich mache es seit fast 10 Jahren. Immobilien mache ich jetzt seit einer Woche und habe auch nur den Kurs, den ich gemacht habe und habe noch nichts wirklich gekauft. Und ich erwarte mir von meinen Aktieninvestments eben wirklich 15 bis 20% Rendite pro Jahr. Und ich glaube, das ist mit Immobilien unglaublich schwierig, außer du investierst richtig viel Zeit im Sinne von, du kaufst da runtergerockte Bruchbuden, ja, stellst einen Handwerker ein, der dir das saniert, dann mit Wohnungseigentümerverwaltung und dann brauchst du noch eine Spezialverwaltung, die dir auch die Miete bucht und so. Da geht schon ordentlich Zeit drauf. Und gleichzeitig stelle ich das ja gegenüber zu, ich mache 15 bis 20% Rendite pro Jahr. Und das habe ich bisher auch immer oder, ja, ganz gut gemacht. Und ich habe ja relativ wenig Zeitinvestments und wenige steuerliche Probleme. In der Schweiz und in Singapur sind meine Aktiengewinne komplett steuerfrei. Also ich muss auch keine Kapitalertragssteuer zahlen oder Dividendensteuer. Also das ist halt brutal schwierig zu schlagen und ich traue mir nicht zu, dass ich mit Immobilien jetzt von 0 auf 100 20% und mehr mit Immobilien mache. Das würde ich, wenn dann mal angehen, wenn ich sage, ich mache jetzt keine alle Aktien mehr, weil es wäre halt wie ein Vollzeitjob so für mich, weißt du? Deine zweite Frage war, aber ich sag dir, was ich auch, das Einzige, was ich spannend fand nach diesem Absolvierung des Kurses ist, das Einzige, was ich spannend finde, ist Projektentwicklung und Bauunternehmer zu werden. Also selbst Immobilien zu bauen oder diese zu entwickeln. Also entwickeln im Stile, im Sinne von, ich liefere das Kapital an und beauftrage damit einen Bauunternehmer, der mir auf meinem Baugrundstück dann, ja, 20 Wohneinheiten, so, das ist ein kleines wie nennt man das, so ein kleines Wohngebäude, 5 Stockwerke. Ja, Mehrfamilienhaus, ja. Nee, nicht Mehrfamilien, ich meine sowas wie Einzimmerwohnungen, so studentenmäßig, aber halt so ein kleines Blockhaus quasi, 5 Stockwerke und in jedem Stockwerk sind 5 Einzel- oder 10 Einzelwohnungen und gemeinsame Küche oder irgendwie so. Okay. Naja. Das stelle ich mir gut vor, also Projektentwicklung aber es ist natürlich auch extrem zeitintensiv. Das ist halt wirklich ein Vollzeitjob, wo du auch ein Team mit 5 oder 10 Leuten locker brauchst. Aber das würde mir Spaß machen, weil ich glaube, da würde man auch wirklich was Tolles verändern können. Und ich wohne hier in München und da denke ich mir halt, naja, wenn die Preise alle so geisteskrank sind, dann ist es ja offensichtlich, was du machen sollst. Mehr Immobilien bauen. Weil niemand zahlt hier so viel wie hier. Und in München ist der Stundenlohn nur geringfügig höher als in Berlin oder in Frankfurt oder sonst wo, weißt du? Also ich finde das eine klare Marktansage an München, dass du halt mehr Immobilien hier bauen solltest. Naja, das war im Grunde mein Fazit von dem Immobilienkurs als Laie. Ja, also gib nicht so schnell auf. Also ein paar Punkte dazu, ne? Also ich denke, Immobilien aus Steuervorteilen allein zu kaufen, ist nicht der richtige Ansatz. 15 bis 20% hast du gesprochen. 15 bis 20% auf Gesamtkapitalrendite wird schwer möglich sein, denke ich, mit Immobilien. Aber jetzt kommt ja der große Vorteil von Immobilien. Du hebelst sie ja mit Fremdkapital. Das heißt, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen von 15 bis 20% ist eben durch den Fremdkapitalhebel enorm locker drin, ja. Und wenn du jetzt unternehmerische Gewinne fährst, dann kannst du sie enorm gut hebeln mit Fremdkapital und dann Immobilien kaufen, ja. Und dadurch kannst du eine enorm hohe Rendite erzielen auf dein eingesetztes Eigenkapital. Und das finde ich tatsächlich das richtig Spannende bei Immobilien, weil da kommst du oder da kannst du tatsächlich auf eine deutlich höhere Eigenkapitalrendite als 15 bis 20% kommen. Was sagst du denn, was für der realistische Eigenkapitalrendite ist? Was realistisch ist, kommt darauf an, wie du dein Case aufbaust. Bei mir ist sie unendlich, weil ich gar kein Eigenkapital eingesetzt Oh. habe. Ja, bei meinen letzten 4 Wohnungen, da wäre sie tatsächlich unendlich.
Aber das macht die Bank natürlich mit mir auch nicht die nächsten 10, 20, 30 Immobilien mit, weil irgendwann werden sie sagen, dein Verschuldungsgrad ist zu hoch. Maurice, jetzt pack mal wieder Eigenkapital nach, ja. Aber wenn du da, ich sag mal, einen gesunden Anteil hast von Eigenkapital, also zumindest die Kaufnebenkosten immer von deinem Eigenkapital stellst und nur den Kaufpreis zu 100% finanzierst, dann wirst du ein ordentliches Immobilienportfolio aufbauen können. Also mal ganz grob gesagt, wenn du Das stimmt schon. mit Also du sprichst eigentlich einen sehr wichtigen Punkt an. Ich meine, bei mir ist es ja so, ich verdiene ja monatlich sehr, sehr gut und habe im Grunde, also ich schwimme so in Eigenkapital ein bisschen, weißt du? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es sehr gut funktioniert. Ich habe auch schon Kredit angefordert bei verschiedenen Banken, aber eher einen Kredit, um in Aktien zu investieren tatsächlich. Auch einen relativ hohen, weil ich das halt auch einfach beleihen kann. Und ich investiere auch mit Fremdkapital, aber dann halt in die Aktien, die mir die 15 bis 20% liefern. Und daher hoffe ich mir dann halt, also nicht dieser typische Aktienkredit, den man irgendwie so bei Comdirect oder so oder anfordern kann. Das nennt man ja diesen Lombard-Kredit oder Kontokorrent-Kredit, ist das gleiche. Da bekommt man so einen Zinssatz von 10% oder so, sondern ich bekomme von meiner Bank unter 1%, um dann in Aktien zu investieren. Und so, also so habe ich es mit denen ausgemacht und das finde ich dann schon wieder auch sehr sexy. Weil ich sage halt, okay, mit Aktien mache ich 12 bis 15%. Also ich investiere dann nicht in Zockeraktien mit diesem Kredit, sondern ich gehe dann halt in Sachen wie Berkshire Hathaway, Microsoft, Nestlé, die ganzen Langweiler, wo ich mir dann auch die 12% Rendite erhoffe und dann nehme ich halt den Spread von 11% mit. So ist jetzt meine aktuelle Strategie. Ja, aber Ja. spannend. Also ich gebe noch nicht auf mit den Immobilien, Mauri. Ja, nee, den Impuls wollte ich dir nochmal mitgeben. Michael, besten Dank. Wir hatten so ein bisschen, also ich hatte jedenfalls ein bisschen Soundprobleme. Es ist immer so ein bisschen verzögert hier zwischen uns beiden. Aber es war sehr spannend, mal ein paar Einblicke von dir zu erfahren. Und ich glaube, alle sind am Fußball schauen. Den Livestream wird es im Nachgang geben. Wo lade ich den hoch? Bei Spotify packe ich ihn rein, bei YouTube packe ich ihn rein, im Podcast-Format, bei Apple Podcast. Und ja, wenn es euch irgendwie gefallen hat, postet gerne einen Kommentar drunter. Und Michael, erstmal schönen Abend und wir quatschen nochmal über das Immobilienthema. Da sind mir noch zwei, drei Tipps auch gekommen, die können wir mal durchdiskutieren. Sehr, sehr gerne, Mauri. Es würde mich mega freuen. Mach's gut. Ja, dann schönen Abend euch, ja? Haut rein. Ciao. Ciao.